herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich bin heute in der Schule gefragt worden, ob ich nochmal erklären kann, wie das mit dem Umwandeln von Maßeinheiten funktioniert. Klar, kann ich machen, überhaupt kein Problem. Und ich habe mich für die Strecken entschieden. Und schauen wir uns das mal an, das kennen wir alle. Wir haben die Millimeter, die Zentimeter, die Dezimeter, die Meter und die Kilometer. Und wir erinnern uns alle noch, 10 Millimeter sind ein Zentimeter. 10 Zentimeter sind ein Dezimeter und 10 Dezimeter sind ein Meter. Aber, und das ist neu, beziehungsweise anders, 1000 Meter sind ein Kilometer. Und deswegen habe ich hier noch zwei Zwischenstufen. Aber schauen wir uns das genau an. Als erstes geht es nur um das richtige Eintragen. Wir wollen jetzt erstmal 1,5 Meter richtig eintragen. So, 1,5 Meter. So, wir suchen uns die Meter, also 1 Meter und dann 5 Dezimeter. 0 Zentimeter, 0 Millimeter. Und jetzt seht ihr das Praktische an dieser Tabelle. Wir sehen nämlich, dass 1,5 Meter, also hier, sind 1500 Millimeter, oder wenn wir das zuhalten, 150 Zentimeter, oder wenn wir das zuhalten, 15 Dezimeter. Und das Ganze funktioniert auch in die andere Richtung. Wenn wir 0 Zentimeter, 0 100 Meter und 0 Kilometer haben, dann können wir sagen, dass 1,5 Meter in Kilometer 0,0015 Kilometer sind. Cool, oder? Dann wird umrechnen nämlich ganz einfach. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, wir nehmen mal 13 Zentimeter und ich will von euch wissen, was ist das in Meter? Und jetzt tragen wir erstmal 13 Zentimeter ein. Wir gehen zu Zentimeter. Hier tragen wir den Einer ein. Da wir 10 haben, kommt der Eine nach vorne. So, jetzt können wir erstmal sagen, aha, 13 Zentimeter oder eben 1 Dezimeter und 3 Zentimeter und alle anderen Stellen sind 0. Also sehe ich jetzt, aha, das sind 130 Millimeter oder 13 Zentimeter oder 1,3 Dezimeter. Jetzt wollen wir aber Meter wissen. Dann schreiben wir uns hier eine 0 hin und dann können wir ablesen. Wir haben 0 Meter, aber 1,3 mit den Kommastellen. Und jetzt können wir es einfach ablesen. 0,13 Meter. Weiter geht's. Dieses Mal haben wir 123 Meter. Und wir wollen wissen, was ist das in Kilometer? So. Wir suchen uns die Meter und da tragen wir die Einerstelle ein. Dann haben wir die Zehnerstelle und die Hunderterstelle. Und jetzt wissen wir, aha, 123 Meter. Jetzt können wir sehen, aha, das sind 1230 Dezimeter oder 12.300 Zentimeter oder 123.000 Millimeter. Wenn wir aber Kilometer haben wollen, dann kommt hier noch die Null hin und dann sehen wir 0,123. Kilometer, also 0,123 Kilometer. So, ihr habt es noch nicht drauf? Nicht schlimm. Wir gucken uns noch was an. Und zwar möchte ich dieses Mal wissen, 4 Meter in Dezimeter. Also, wir suchen uns die Meter, aha, und tragen hier die 4 ein. Wir sollen Dezimeter suchen, tragen die 0 ein und schon haben wir unser Ergebnis. Das sind 40 Dezimeter. Nochmal 7 Meter und dieses Mal in Zentimeter. Wir suchen uns die Meter, tragen sie ein, suchen Zentimeter, 0, Dezimeter, 0 macht Lösung 700. Wir wollen 8 Meter in Millimeter haben. Wir suchen uns wieder Meter, tragen 8 ein und dann 0, 0, 0 für Millimeter, für Zentimeter und für Dezimeter. Macht zusammen 8000. Und das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. 8 Meter in Kilometer. Wir tragen wieder die 8 ein und dieses Mal
0 Kilometer, 0 100 Meter, 0 10 Meter. Dann ist die Lösung 0, weil das ja die Kilometer sind, und dann 008. 0,008 Kilometer. So, eine letzte Sache machen wir noch. 123 Meter in Millimeter. 123, das ist 3 Meter, 2 Zehner und 1 Hunderter. Seht ihr das? Meter, 123. Wir wollen aber Millimeter haben. Das ist hier, also 0, 0, 0. Und dann ist unsere Lösung 123.000 Millimeter. Und dieses Prinzip ist übertragbar auf andere Maßeinheiten. Das heißt, wenn ihr das einmal verstanden habt und wenn dieses Umwandeln ein Problem bei euch ist, dann macht es so. Zunächst zeichnet ihr das noch, später macht ihr das im Kopf und dann ist das ganz, ganz einfach. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So kann man Maßeinheiten umwandeln. Okay, das war's.